Yay! Und wir können das Spiel speichern. Halleluja! Okay, dann hat es sich ja gelohnt sogar. Gut, was gibt's noch in diesem Mal? Wir gehen jetzt erstmal in jedes Häuslein rein. Also hier auch. Okay, was kann ich hier machen? Ich will rumrandalieren. Was steht hier? Hallo! Hey, ich will das lesen. Warum? Ich kann nicht mehr lesen. Ich habe das Lesen verlernt. Das ist traurig. Laden in Hammer, aber diesen Kerl könnte jederzeit der Regie ausgeben. Okay, komm her. Was gibt's für dir? Ein Trank, ein Langschwert, eine Kupferrüstung und eine seltene Karte. 100, 250, 750 brauche ich und mit dem sogar 1050. Oh Gott. Okay. Das heißt, wir dürfen Geld sparen. Ich glaube, das mache ich gleich. Aber erstmal gucken wir noch in anderen Häusern rein. Hier erstmal. Was gibt's hier? Hallo, ich nehme mal die Truhe mit. Talk, eine Karte für Zwilling. Doppelzwilling, okay. Sonst nichts. Was? Das Medium ist die Massage. McLuhan, wie passend. Ich verstehe den Sport, das Wortspiel nicht. Gibt's hier irgendwas? Nein. Soll ich hier den Schrank untersuchen? Naja, hab jetzt eigentlich auch keine Lust, nochmal in jedes Haus zu gehen. War ich da oben schon drin? Gab's hier auch ein Haus? Ja. Ich glaube nicht, dass ich hier. Was? Diese Tür ist verschlossen, was sich wohl dahinter verbirgt? Hey! Was sagt ihr mir zuerst, ich kann in den Häuser rein und dann kann ich hier nicht rein? Was soll denn das? Na, das merken wir uns. Hier will ich auf jeden Fall nochmal hindern. Was ist mit dir? In den Höhen da vorne gibt es ziemlich starke Monster. Mit eurer derzeitigen Ausrüstung lassen wir euch nicht vor. Ach, das heißt, ich muss jetzt Geld farmen? Moment. Okay, dann Geld farmen. Warum nicht? Dann farmen wir mal Geld. Ich brauche 1050, wenn ich die Phoenix-Sterne auch holen will. Okay, willkommen zurück. Ich habe jetzt 920 Guilds, heißt es da? Also, oder? Oh, steht hier nicht dran. Also, ich glaube, auf jeden Fall eine deutliche Anspielung wieder auf Guild von Final Fantasy. Sie machen ziemlich viele Final Fantasy-Anspielungen hier. Okay, 910 habe ich jetzt noch. Das müsste reichen, um die Sachen zu kaufen, die ich will. Phoenix Downe lasse ich weg, weil ich nehme mal an, das ist, um einen Charakter wieder zu beleben. Und das brauche ich gerade nicht so dringend, denke ich mal. Also, kauf mir bei dir ein Langschwert, eine Kupferrüstung, ausgerüstet, jetzt seid ihr zum Kampf gegen starke Monster bereit. Okay, aber trotzdem kaufe ich noch die seltene Karte, Emok, für Doppelzwilling, okay. Muss ich jetzt noch, okay, nein, es ist automatisch ausgerüstet. Auch kann ich noch keine Level, oder ich kann keine Level aufsteigen, das finde ich ein bisschen blöd. Aber das kommt bestimmt noch, da bin ich mir ziemlich sicher. Oh, jetzt hast du mich durch. Nehmt euch auf den Weg zu den Höhen von den Monstern der Nacht. Okay, mache ich. Was wird uns hier alles erwarten in der Diamanthöhle, wie sie es nennt? Oh, hier kriegen wir erstmal eine Truhe und erzwungener Kampf. Jemand ruft um Hilfe. What the, was, was? Da liegt jemand tot. Ich habe gehört, wie jemand um Hilfe gerufen hat. Sie wurde wohl von diesen Monstern angegriffen. Oh mein Gott, von Skaven. Oh, die machen aber gut Schaden, muss man sagen. Okay, aber ich one-hitte die. Okay, dann sollte das machbar sein. Vor allem machen wir die jetzt auf einmal nur noch 2 Schaden. Jetzt wieder 4, okay, das muss man nicht verstehen. Und besiegt. Ihr habt 180 Guilds gewonnen. Und sie lebt wieder. Juhu! Danke, danke, dass ihr mich vor diesem Monster gerettet habt. Ich brauche den Kristall aus der Höhle, um mein Heimatdorf zu retten. Helft ihr mir? Jo. Übrigens, ich heiße... Erzwungene Wahl. Hier scheint im Szenario die richtige Verzweigung zu finden. Ich hätte gar nicht Nein auswählen können. Übrigens, ich heiße... Kaeris. Wirklich. Kaeris, okay, lassen wir. Kaeris hat sich dem Team angeschlossen. Yeah! Okay, sie ist wieder geheilt. Gut, einen Trank habe ich auch. Gut, dann kann ich ja weitergehen. Bevor wir in die Höhle gehen, gibt es hier denn was links? Gibt es hier irgendwas extra? Hallo? Okay, E-Book. Ach so, von dem habe ich also die Karte vorhin gekauft. Beim Doppelzwing, die seltene Karte. Sie kann Magie heilen. Und sie hat auch noch gleich beide. Das ist natürlich sehr praktisch. Okay. Das ist schon mal gut. Das ist sie, die Healerin eher.
Hier gibt's gar nichts. Warum lasst ihr mich hier extra runterlaufen, wenn es hier nichts gibt? Das ist gemein. Das merke ich mir. So ein... Okay, wir haben immer noch keinen Namen, komisch. Wir heißen immer noch Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Wir sind in der Höhle. Oh, und hier haben wir wieder Zelda-Kampfmethode. Und es sind die Kristallhöhlen. Wow. Wir müssen den Kristall finden. Seine Kraft kann eure Wahrnehmung der Welt verändern. Und mit ihm könnt ihr das Böse, das mein Dorf bedroht, bekämpfen. Übrigens fällt mir gerade auf, dass ich nie gefragt habe, wie ihr heißt. Und es klingt. Also es ist doch eine Link-Anspielung. Und eigentlich würde ich jetzt ihn ändern in Good Go, aber bei diesem Spiel lassen wir es einfach mal. Ein Name. Endlich merkt das Mädchen, dass ihr ein echtes menschliches Wesen seid. Ja, würde ich auch sagen. Okay, erstmal hier unten gibt's nichts. Wow, das hat sich echt gelohnt. Aber hier gibt's wenigstens keine Zufallsbegegnungen. Hier ist wieder Link Höhlenmonster. Hoppla, die Höhle scheint bewohnt zu sein. Ach doch, also doch. Warum kann ich... Ich muss mal gucken, ob ich jetzt immer noch rumslashen kann, weil mich würde es echt wundern... Wow, sie macht einen Schaden. Mich würde es echt wundern, warum ich da... Was? Sag mal, Klink! Triffst du heute auch mal? Komm schon. Die heißt ein Cobra Zero. Okay, deswegen vielleicht die Farben. Ist das eine Anspielung an Zeros Mega Man? Ja, Halleluja, hat mal getroffen. Frag mich, wie er sich dazu entschieden hat, auf einmal zu treffen wieder. Und vorbei. Ich weiß nicht, ob ich jeden Kampf zeigen werde, je nachdem, wie lange die dauern. Ich werde dieses Monster auf jeden Fall mindestens ein bis zweimal zeigen, so wie bei meinem Mario und Luigi LP. Okay, ich schätze, wir müssen eigentlich hoch. Skaven! Hier seid ihr also auch noch? Wow, und Kairis kriegt ja echt viel Schaden von denen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie von den Biestern irgendwie mehr Schaden will als von den anderen. Okay, danke. Und gibt's hier irgendwas? Oh, einen Trank gefunden. Und hier? Nichts. Warum kann ich slashen? Das macht keinen Sinn, wenn ich im Final Fantasy Modus dann kämpfen muss. Wow. Talk. Okay, das sieht schon nach einem härteren Brocken aus. Und die Griffe. Wow, 15 Schaden. Okay, okay, hier muss ich mehr heilen. Heilen wir die ganze Zeit. Zum Glück braucht sie keine MP dafür. Das heißt, ich kann so viel heilen, wie ich will. Oh, okay, er ist schon besiegt. War ja gar nicht so schwer. Noch einen Trank gefunden. Okay. Okay, noch Geld gefunden, wie es aussieht. Ich sollte manchmal nicht so schnell drücken, immer. Okay, Cobra Zero. Du schon wieder. Und ich verschiebe mal wieder. Warum verfehlt er bei denen immer so oft? Was soll denn das? Sind die etwas so schnell? Das würde Sinn machen, aber bis jetzt habe ich ja gar keinen Status von wegen Geschwindigkeit und sowas. Naja. Okay, jetzt gehen wir hier nach oben und... Was erwartet uns? Was erwartet... Hallo, Cobra Zero nochmal. Ich glaube, irgendwie ist es... jetzt treffen auch noch beide daneben. Ich würde schon sagen, irgendwie ist es Pflicht, bei dem am Anfang daneben zu treffen. Oh, der hat ja gar nicht so viel Leben. Okay, dann ist es ja gar nicht so schlimm. Oh, Erfahrungspunkte. Ja! Jetzt bekommt ihr fürs Kämpfen EP und steigt zu neuen Stufen auf. Ja, wurde ja mal an der Zeit. Okay. Dann lohnt sich ja die Kämpfe endlich mal. Sei besiegt. Dankeschön. Kann ich jetzt mit Kairis in Ruhe heilen? Einmal. Gut. Und natürlich daneben. Das ist der längste Kampf gegen einen Gegner, den ich je in meinem Leben hatte, glaube ich. Oh, irgendwas Stufe 2 erreicht. Oh, beide. Und die haben was Neues gelernt, glaube ich. Ich sollte, wie gesagt, weniger, langsamer wegdrücken. Da ist die Truhe. Wow, das ging sogar ziemlich schnell. Okay. Lebensquelle. Etwas frisches Wasser. Heilt vielleicht eure Wunden. Und? Und wir können sogar speichern, okay. Ich dachte schon, das wäre jetzt so, so ein Troll, so vielleicht halt eure Wunden und dann macht man und kriegt man Schaden und dann, haha, verarscht. Okay, bei denen können die Kämpfe wenigstens nicht lang dauern, die lasse ich drin. Ja. Eine Truhe. Ein Stern. Sammelt alle versteckten Sterne in Eberland. Aber irgendwie können die Gegner auch nicht wirklich was Besonderes, außer nur angreifen, so wie wir. Okay, Wert für Magie wurde erhöht. Bei Klink war es bestimmt entweder Angriff oder Verteidigung. Okay. Die haben sogar eine Siegesanimation, wobei ich mich frage, warum Kairis dann eher so aussieht, als würde sie sich in die Hosen machen. Ich meine, ich zeig's euch gleich, wenn der Kampf vorbei ist. Natürlich daneben. Was hab ich erwartet? Und jetzt guckt man auf sie. Die sieht eher aus, als ah, ich muss direkt aufs Klo. Und das macht keinen Sinn. Aber naja. Wer bin ich denn?
der sowas hinterfragen will. Man, da kommen aber echt viel Kämpfe, muss man sagen. Und das war's schon mit diesem Kampf. Okay, hier ist ein Schalter. Irgendwo ist irgendetwas passiert. Okay, aber wo? Genau, das wollte ich auch fragen. Eine Truhe mit Skaven. Oh, jetzt haben wir den Maulwurf auch in Doppelzwilling. Also ich spiele zurzeit Final Fantasy 9 und da gibt es ja auch diese Karten und da sind auch die Monster drauf, aber nicht nur die Monster, es gibt auch die Flugschiffe und so weiter. Und ich glaube, das ist wieder darauf eine Anspielung. Ich bin schon gespannt, was es für eine Art Kartenspiel dann sein wird, wenn wir mal irgendwann mal dazu kommen, es zu spielen. Okay. Das war's schon. Das war aber einfach. Okay. Ihr habt den Wächter des Kristalls aufgeweckt. Ach, du Heilige. Und das ist Kefkas Geist. Der hier sieht mächtig aus. Viele Jahrhunderte lang wacht er über den Kristall. Er scheint jedoch von einer bösen Macht verdorben worden zu sein. Vermutlich von derselben bösen Macht, die mein Heimatdorf angegriffen hat. Holen wir uns den Kristall. Wir brauchen seine Kraft, um zu kämpfen. Das ist ein guter Plan. Okay. Und ich finde, das sieht eigentlich ziemlich cool aus. So mit so einem Zirotenschädelmaske mit Hörnern. Das sieht... Also, mir gefällt's. Okay. Das heißt, Kaeris werde ich eher zum Heilen missbrauchen. Boss-Animation. Und schon sieht er viel gefährlicher aus. Okay, okay. Das sieht echt... Was heißt gefährlich? Aber es sieht cool aus mit dieser Bewegung. Hoffentlich... Ja, wo ich frage mich jetzt, ob das nur für Bosse gilt oder ob auch die Gegner sich dann endlich mal bewegen werden mehr. Okay, mir ihr soll ich wirklich mal heilen, weil er macht gute 20 Schaden immer. Aber okay, das... Wie... Ich hätte doch Unrecht. Also ist es doch nicht Kefkas Geist aus... Oh oh. Okay. Erinnerung an mich. Nicht angreifen wir in dieser Form. Und wie ich gerade sagen wollte, also ist es doch nicht Kefka aus Final Fantasy 6, er heißt einfach nur gleich. Gut zu wissen. Weil Kefka sah ganz anders aus. Und zwar so. Also der aus Final Fantasy 6. Jetzt wisst ihr es. Okay, machen wir weiter. Ich frage mich, wie viel Leben er hat. Ich kann ihn ja leider nicht analysieren oder sowas. Du hast auch im Lokaeris anzugreifen. Was hast denn du gegen sie? Okay. Kann ich nicht wechseln? Dann muss ich warten einfach. Ich meine, ich denke mal, es vergeht. Okay, ja. Man muss nur eine Zeit abwarten. Das ist gut. Das ist perfekt. Und die Bossmusik ist sogar auch anders. Also haben sie sich wenigstens was einfallen lassen hier. Die NTW-Color. Autsch! 21 Schaden. Und der Bosskampf ist ziemlich einfach. Also die Phoenix-Sonne habe ich tatsächlich nicht gebraucht. Oder benötige ich tatsächlich nicht. Gott sei Dank, ich dachte zuerst, als man Kaeris gerettet hat, man bräuchte es bei ihr. Okay, 400 Gil, 200 DP, Klingstuhl 4, Wert für Leben wurde erhöht, Wert für Leben wurde erhöht, okay. Die Kraft des Kristalls wurde aktiviert. Und was passiert jetzt, was passiert jetzt, was passiert jetzt? Wow, 3D-Modus, ihr haltet eine komplette dritte Dimension. Ach, deswegen Dimensionskristall, natürlich. Die Kraft des Kristalls ist unglaublich. Jetzt kann ich das Böse, das mein Dorf... Oh, jetzt kann ich das Böse, das mein Dorf bedroht, bekämpfen. Ihr hättet einen Namen davor setzen sollen. Um an ihn zu gelangen, müssen wir aber die Noria-Mine durchqueren. Danke für eure Hilfe. Ihr seid mein Held. Ja, bitte, kann ich dich angreifen? Nee, ich wollte dich angreifen, nicht angreifen. Du sagst das gleiche nochmal. Alter Gosh, okay. Da oben ist irgendwas. Gibt's hier in diesem leeren weißen Raum sonst noch irgendetwas? Bevor ich das hier verlasse... Scheint nicht der Fall zu sein. Okay, dann gehen wir zu diesem Punkt. Und? Wir sind draußen. In Edeltal. Und hier ist eine Truhe. 16-Bit-Musik. Boah, die Musik entwickelt sich auch weiter. Ist ja genial. Wie komme ich denn zurück zum ersten Dorf? Da war doch noch ein Haus, wo ich... Egal, da komme ich irgendwie später bestimmt auch nochmal hin. Was ist hier? Oh, oh, oh. Herzen, ihr werdet nicht mehr mit einem Schuss... Okay, hier ist jetzt wenigstens wieder... Zelda-Kampfmethode und wir haben Herz jetzt, also können wir sogar sterben. Darauf sollten wir achten. Okay.